Nach einer längeren Pause melden wir uns zurück. Hallo. Hallo. Neues Setting, wir sind jetzt auch zu dritt und wir spielen heute 3 Koop Horror Game Demos. Yeah. Yeah. Womit fangen wir an? Backrooms No Return, was super schlecht bewertet ist. The Wolf is most specialized for cooperative game hunting, as demonstrated by its physical adaptations to tackling large prey. Police department urgently needs your help to locate Jake, a 25-year-old male who has gone missing. Hello? I'll wait for you in the alley in 5 minutes. Deine Armhaltung ist ein bisschen weird. Selber. Und dein Kopf ist proportional ziemlich klein zu deinem restlichen Körper. Selber. Wir können nicht rennen. Ich will mal hier hinten lang. Kommen wir hier? Man kommt nicht an dem Sack vorbei. Ach so. Sagt mein Urologe auch immer. Oh, sexy. Guck mich an. Aha. Also das sieht schon wieder cool aus. Irgendwie deine Augen sehen weird aus. Selber. Someone is coming. Okay, oh, wow, okay. Jemand kommt. Have you already taken the equipment? Was für ein Equipment? Warte mal, was? Yeah. Ich weiß nicht, haben wir? Hier, ich habe aus dem Schrank hier eine Taschenlampe genommen. Ah, cool. Man kann nicht rennen, ne? Das ist doof. Ja, ich fühle mich mega kack langsam. Dieser eine breite Schritt, den du immer so zur Seite machst, als wird dein Sack an deinen Oberschenkeln kleben. Das ist lustig. Okay. Krass, okay. Die tun hier Dinge. Ich glaube, Dinge, die man nicht tun sollte. Warum ist das so schlecht bewertet? Wir werden sehen. Oh yeah. Das erweckt Erinnerungen. Okay. Ob wir baden gehen können? Auf jeden Fall ist hier eine Leiter. Boah, das ist ja... Oh Gott, das weckt Urängste, oder? Ja, es ist super unangenehm. Ich will da nicht rein. Ich weiß nicht. Oh Gott, geh nicht ins Licht. Oh Gott, hä? Okay. Also ich kam hier hoch. Ja. Und Abwehr auf. Und Tiefgarage. Du bist... Wir sind tot. Was? Das war der einzige Weg, Mann. Okay, dann sollen wir da vielleicht nicht lang gehen. Wo sind wir jetzt gelandet? Das ist ganz... Hier waren wir noch nicht. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Wann? Eben. Nein. Doch. Ja, vielleicht hast du... Ach, wir sollen Alt drücken, um zu crouchen. Was hast du für Augen eigentlich? Ja, hab ich dir doch gesagt, geh mal bitte zur Haustür, unser Essen ist da. Oh, Pizza. Ich glaube, das hier finden manche Leute ziemlich unangenehm, besonders so Löcher. Ja, es gibt diese Lochphobie, ne? Und es gibt auch diese tiefe Gewässerphobie. Ja, und das finde ich schon unangenehm, hier das Wasser. Da rein zu gucken. Also ich hatte noch nie ein Problem mit Löchern, was vielleicht auch dran liegt, einfach, dass ich ein Junge bin. Die aber Grafik bisher gab es hier auch noch nicht. Hier liegt was auf dem Boden, ne? Ein Camcorder. Okay. Kannst du ihn auch aufheben? Ja. Press Tab. Warum Tab? Hä? Ach, da ist eine Aufnahme drauf. Oh nein, der guckt weg. Okay. Ich würde sagen, du öffnest mal die Türe. So, was drückt der Spacko? Einfach eh. Ach nee. Du, di, du, di, du, di, di, di. Die 2? Ja. 2, 4? 2, 4, 9? 3? 2493. Okay, du darfst den Rest gerne machen. Exit. Oh, hab's. Was? Blut. Ooze. Enter Passwort. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Aber zack. Die 5 kommt doch gar nicht vor. Nee, nur im Beispiel. Nur im Beispiel. Wir haben die 1 an der richtigen Stelle. Die 2 und 3 kommt gar nicht vor. 4 und 5 kommt vor, aber an einer anderen Stelle. Nummern wiederholen sich nicht. So, dann mache ich jetzt mal 1, 4, 5, 6, 7. Also die 6 ist auch an der richtigen Stelle. 7 kommt nicht vor. Dann muss eine 8 oder eine 9, eine von beiden kommt nicht vor.
Ich mach mal 8, 9 und hier nochmal die 4. Okay, 8 kommt nicht vor. Also haben wir die 4, die 5 und die 9, die jetzt noch irgendwo rein müssen. Die 4 ist nicht an der zweiten Stelle und nicht an der letzten. Okay, die 4 ist an dritter Stelle, ja? 1. Oh, bei mir wird das eingezeigt. Hä? Ich habe einen anderen Code als du. Du hast einen anderen Code. Hart, okay, dann löse ich jetzt erstmal den hier. So, was wäre jetzt noch übrig? Die 9. Zack. Aber du hast schon mehr als 5 mal eingegeben, oder? Und die 5, nein. Okay, ich hab's. 5, 9, fertig. Bam. Oh, noch ein Rätsel. Das ist so ein Röhrenscheiß. Ich will hier raus. So, gelöst. Wir haben's. Ah, der Master war wieder am Werk hier. Hä? Wie komme ich hier raus? Indem du es richtig eingibst, wahrscheinlich. Mm-mm. Hat mir Geburt. Aber jetzt müsste ich doch da rauskommen, oder? Hey, hat sie es aufgehängt jetzt im Ernst? Ich könnte mich auch einfach... töten. Töten und Pizza. Ich kann nichts machen. Nicht im Ernst. Also, das Spiel ist gecrashed und hat irgendwie Steam gefickt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir einen fetten Crash gerade und ich denke, wir werden es jetzt auch nicht weiterspielen an der Stelle, oder? Ja. Was soll der Scheiß? Weg mit dem Scheiß. Weg mit dem Scheiß. Und rein mit der Pizza. Stimmt, wir haben noch Pizza. Wir hätten uns mal die Zeit nehmen können, fertig zu essen. So, als nächstes spielen wir Vane. Hey, wieso hat der so was? Was lachst du dir da einen ab? Nur so. Hey, ich war gerade kurz dünn. Ich hab Drogen dabei. LSD, Kokain und Cannabis. Und Zigaretten. Ah ja gut, wo bist du? Ich laufe hier in einem Haus rum. Wenn ich jetzt mal hier auf die Straße gehe. Vielleicht bist du hier im Haus drin, wo ich bin. Ah, ich werde auf jeden Fall auf der Map. Ich sehe mich auf der Map. Wo hast du eine Map? Auf M. Wo bist du auf der Map ungefähr? Irgendwo ganz links. Oh nein, echt? Zeig mal. Da. Scheiße, wir sind an komplett unterschiedlichen Orten einfach. Ja, dann versuche ich mich mal in eine Richtung zu kämpfen. Dann treffen wir uns. Schlag mal was vor. Guck mal, siehst du das Baseballfeld? Das hier, ich bin direkt daneben. Ja gut, dann komme ich dahin. Was geht bei dir? Ich durchsuche gerade noch die Sachen und habe mich eingesperrt. Hast dich eingesperrt? Ja, ich habe alles abgeschlossen. Ach so, ja, aber vor was denn? Wir haben ja gar keine Mitspieler hier, Gegenspieler. Ist das ein Zombies? Vielleicht ist das ein doofer Ort hier, ne? Wenn es ein Zombiespiel ist. Da will man nicht unbedingt am Friedhof chillen. Ja. Wie, du hast doch gar keinen Zombie gesehen. Ich sehe einen. Vom Haus lungert der rum. Ich sehe gerade auch einen, der da rumlungert, auf dem Baseballfeld. So, wo steckst du? Mal gucken, ob wir uns finden, ohne Bildschirm gucken. Also ich sehe von meiner Position aus das Baseballfeld, ja? Du auch? Da müsste ich aus dem Haus rausgehen. Also, jetzt ist es überhaupt Baseball? Ich weiß es nicht. Ich will nicht aus dem Haus, hier sind viele Zombies. Ich weiß halt nicht, in welchem Haus du bist, ne? Kannst du mal ans Fenster kommen und winken? Ich habe bei mir die Jalousien runter. Das geht? Ja. Krass, ah ja gut, dann gucke ich jetzt einfach mal. In welchem Stockwerk bist du? Erdgeschoss. Oh, der haut gegen die Tür. Schatz, der haut gegen die Tür, der will hier rein. Ich weiß leider nicht, in welchem Haus du bist. Hier gibt es so viele Häuser rundherum. Scheiße. Ich bin direkt gegenüber vom Feld, oder? Ja, aber es sind viele Häuser rund um das Feld, ne? Ich habe jetzt schon 2 betreten. Okay, bist du draußen? Ja, und hier sind echt viele Zombies mit roten Augen. Ich lauf raus auf die Straße. Was? Ich gehe jetzt wieder ins nächste Haus. Nein! Doch! Wo bist du? Ja, ich werde nicht draußen bei den Zombies bleiben, das macht keinen Sinn. Soll ich mal die Leuchtpistole abfeuern, dann siehst du mich vielleicht? Ja. Okay. Hallo? Ich glaube, ich habe keine Muni. Ja, das geht nicht. Ich glaube, die ist nicht geladen. Lauf mal auf die Straße rauf. Ich bin jetzt an der Kreuzung, an der großen. Reißzwecke? Warum sollte man eine Reißzwecke als Waffe benutzen?
Ich weiß nicht, jemanden pieksen oder so. Ja, im Ernst, der hält die Reißzwecke wie eine Pistole. Achtung, ich bin schwer bewaffnet. Wo bist du? An der Tribüne, die war doch hier hinten. Ich sehe dich, bei dir läuft ein Zombie zu. Bist du das? Bist Nö. Was? Doch, oh. Der eine bin ich, der bin ich nicht. Achtung. Ich habe eine Reißzwecke und ich werde sie benutzen. Oh, du hast eine gute Waffe. Ich kratze den mit einer Reißzwecke. Wie siehst du denn aus? Selber, du hast Scheiße, eine Glatze. Was du bist siehst du? Sieht ja kacke aus. Komm mal mit. Können wir zumachen? Ja. Können wir absperren? Hä? Ja. Achso, ich habe abgesperrt. Okay, gut. Okay, Licht scheint nicht zu gehen, aber ich habe eben schon einen Sicherungskasten hier gesehen. Ist ja offen. Scheiße, jetzt locken wir alle Zombies hier. Was hast du getan? Okay, ich habe den Sicherungskasten eingeschaltet. Haben wir irgendwo einen Alarm angemacht eben? Ja. Okay, nochmal. Entschuldigung, ich muss... Nicht nochmal einen Alarm anmachen. Nee. Nee, jetzt ist er aus. Wir haben den angeschaltet aus Versehen. Licht. Aber Licht, glaube ich, lockt die an, ne? Das kann sein. Aber ich brauche das Licht gerade noch, um mich hier ein bisschen... Scheiße, ich habe die Fensterscheibe kaputtgeschlagen. Ich bin tot. Hä? Warum? Du bist gestorben. Ich weiß nicht. Scheiße, jetzt bin ich wieder woanders. Och nö. Oh fuck, jetzt bin ich in einem anderen Haus. Aber warum bist du denn gestorben? Ich hab's auch nicht verstanden. Die Glasscherben an der Scheibe machen einem Schaden. Ich hab grad mega viel Schaden bekommen, nur weil ich da stand. Fuck. Fuck. Ich hab nichts mehr. Du kannst vielleicht dein Inventar noch safen, wenn du wieder hierher kommst, weil ich kann nicht drauf zugreifen. Doch, ich kann durchsuchen. Ja, wir haben ein Auto, das wir benutzen können, in der Feuerwache. Cool. Wo bist du ungefähr? Soll ich dich abholen fahren? Ja, ich habe keine Waffe. Ich kann meine... Sie brauchen eine Karte. Nein. Was denn? Du hast keine Map mehr. Ich habe keine Map mehr. Scheiße. Okay. Ich hub ab und zu mal und wenn du mich hörst, sagst du Bescheid. Bis dahin überfahre ich Zombies. Bam, bitch. Ich cruise jetzt einfach hier lang und hupe. Okay, ich versuche jetzt Zombies gerade zu töten, bevor sie mich töten. Oh, sind es viele. Tot, tot, tot. Nice. Bei mir ist... Fuck, ich bin explodiert und tot. Ah, das war nicht gut. Ich habe nicht mehr lang ein Auto, glaube ich, wenn ich so weitermache. Oh. Oh, no. Und ich bin, glaube ich... Ich bin auch tot. Scheiße. Also auch damit ab in die Tonne. Yep. Yep. Weiter geht's mit Panico. Ich weiß gerade gar nicht, was abgeht. Ich sehe dich nur zappeln. Wir sind in einer Drogen-Disco-Bar. Oh ja, Mann. Sergej, was geht? Ich kann dich antitschen. Antitschen? Es kommt ein Smiley, wenn ich dich an. Bam, 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 bam. Oh. Jetzt hörst du aber gar nichts mehr. Was ist, wenn ich mit E gegen dich drücke? Dann macht's bum, bum. Ich hab gar nichts mehr jetzt. Ich höre jetzt gar nichts mehr. Ich hab irgendwas umgestellt. Renn mal ein Stück. Hörst du mich noch? Ich höre dich wieder. Nicht. Jetzt hab ich wieder Ton. Okay. Ach, guck mal. Hä? Guck mal. Oh, fuck! Ich glaube, ich bin tot. Was ist das? Ich habe mich erschreckt. Rechts ist eine Tonleiste. Ich glaube, wir müssen da ganz leise sein, sonst findet es uns. Das Doofe ist, wir wissen gar nicht, was wir hier überhaupt sollen. Lass mich sterben, oder? Das ist kacke dunkel. Ja, nicht sterben ist schon mal auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ja, was für eine räudige Turnhalle. Bist du... Ach, du bist hinter mir, du bist erschreckt, Mann. Was ist los bei dir? Übrigens hatte ich mich von diesem Monster erschreckt. Ich schätze, die Tür ist verschlossen. Nein, die ist offen. Doch, echt, ich hab mich irgendwie nicht erschreckt, obwohl es so plötzlich kam. Das hat voll den nackten Arsch, das hat den Arsch vorausgestreckt. Das hat dich erschreckt, der exhibitionistische Teil. Ja. Ich hab eine Planke. Hä? Ein Holzbrett habe ich. Vielleicht. Was findest du denn als für Dinge? Ich finde gar nichts. Keine Ahnung, Mann.
Wo ist ein Schlüssel? Wie öffne ich die denn? Hier. Nee. Du brauchst einen anderen Schlüssel. Nee, ich brauche einen. Das sollte aber gehen mit dem. Ging bei mir vorhin auch. Ja, die ist jetzt auf. Hast du den Schlüssel noch? Ja. Bei mir ist er vorhin verschwunden. Vielleicht könnte die zweite. Oh, Scheiße, das. Oh. Shit, ich war zu laut, ich glaube. Toll, jetzt hat's mich. Echt? Ja, echt. Ich kann dich verarzten, wenn es wieder weg ist. Siehst du es noch? Ich sehe dich durch deine Augen. Ach so. Mit Schwarz-Weiß, witzig. Warum warst du zu laut? Ich? Du hast gesagt, ich war zu laut. Hab ich? Ja, hast du gesagt. Nee, das ist natürlich... Oh, ich bin tot. Super. Ja, ich glaube, das war's. Das war's. Mit drei beschissene Horror-Koop-Game-Demos auf Steam. Teil Nummer 4. Tschüss, Pennycore. Ich glaube, okay, da war jetzt nichts dabei, was wir in der Vollversion auch spielen würden. Nein. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja. Tschüss. Tschüss.